Hallo und willkommen zurück zu Ocarina of Time mit mir, eurem, wollte ich jetzt gerade gar nicht, eurem Let's Player des Vertrauens in diesem Moment. Letztes Mal sind wir hier in Zoras Reich stehen geblieben und ich wollte mit diesem hübschen Alien, Fisch, labern. Rede ich mal mit ihm, mal gucken, was er zu sagen hat. Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Ruto, wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Okay, das ist nicht viel, was du sagst. Nee. Hallo, ich brauche Infos. Ich muss irgendwie weiterkommen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt halt weiter hin soll. Was hier denn? Was sagt mir das Schild? König Soras Thronsaal. Betritt die Plattform, um mit dem König zu sprechen. Also vermisst er gerade wohl seine Prinzessin Ruto. Ja, wo steckt sie wohl? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber man kann hier hinten langlaufen. Ich bin mal gespannt, was es hier hinten noch gibt. Geht mir gerade so auf, dass man hier nur lang kann. Ajo. Ajo. Oh, da kann man auch noch lang, da links. Sehe ich gerade. Da. Wo geht's da hin? Extremklippen springen. Testen wollen wir es alle mal. Okay, das sieht gut aus. Was bist du denn für einer? Tauchspiel. 20 Rubine. Macht ihr mit? Nein. Na gut, dann eben nicht. Whee! Okay, es hat mir aber gar nichts gebracht. Ja, hier hinten ist irgendwas. Ach so, ja, da war ich ja schon mal. Da unten kann man tauchen, hintauchen, da, schaut mal da, da ist irgendwas. Aber mein Link kann auch nicht so tief tauchen. Nur 3 Meter anscheinend, oder 3 Sekunden. Ich weiß nicht, für was die 3 steht. Was gibt's denn hier Lustiges? Obwohl, ich hätte vielleicht das Tauchspiel spielen sollen, oder? Hör mal, verdammt. Stöcker, gibt's auch Bomben? Bomben? Ey. Weil mein Bombenvorrat ist mir gerade ein bisschen zu klein. 2 Bomben sind definitiv zu wenig für Moa. Aber anscheinend hier nicht viel mehr. Warte mal, ich glaube, ich spiele auch noch eine Runde das Tauschspiel. Weil Rubine habe ich halt nicht genug. Und vielleicht kann ich irgendwas Wertvolles gewinnen. Ich weiß noch nicht. Meistens ist es ja hier so, dass man dann irgendwie einen Herzcontainer oder so gewinnt. Also bisher habe ich ja Krabbelminen gewonnen beim Bombenspiel. Und einen größeren Sack. Ja, einen Sack für meine Nüsse. Das klingt jetzt scheiße. Für meine Deku-Nüsse. Wo ich jetzt 40 Nüsse tragen kann. Tauschspiel. Ja. Sammelt alle Steine ein, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzte Zeit. Sind alle eingesammelt, kommt hierher zurück. Dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Okay. Viele wirfst du? Okay, alles relativ nicht tief. Start. Okay, wenn runter. Okay, ganz schnell. Tauchen. Einen haben wir, sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Hier. 2 haben wir, sehr gut. Das könnte wohl schaffbar sein, das Spiel. Wo ist der dritte? Da ist der dritte. Tauch ab. 3. Ich glaube, er hat 5 geworfen, oder? Da. 4. Und? Komm schon. Link, ein Stück vor. Nein, zu weit! Gar nicht so tief eintauchen. Darunter, genau. Gratuliere! Ich habe etwas Tolles für euch. Hol es euch ab. Okay, was war schon denn für Moa? Bin mal gespannt. Das war ja mal ein leichtes Spiel. Also da... ja, doch. Da kann man ja gar nicht bei versagen, meiner Meinung nach. Bei dem Spiel. Lala, und es ist Samstag, es ist so schön. Ich habe heute ausgeschlafen und war gerade 3 Stunden
Frühstücken mit Brötchen und Kaffee und noch mehr Brötchen und noch mehr Kaffee und Saft und ganz viel leckerem Zeug. Wie elegant ihr getaucht seid. Hier, nehmt dieses als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe der Zoras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Die silberne Schuppe. Begib dich ins Wasser und drücke A. Jetzt kannst du tiefer tauchen als zuvor. Das ist ja cool. Hui, mal gucken, wie tief kann ich denn tauchen. Komme ich da unten in den Eingang rein? Warte mal, irgendwas? Ach so, das ist ein Zora. Hihi. Okay, mal tauchen. Ach so, scheinbar. Nee, scheinbar funktioniert das nicht ganz so, wie ich mir gedacht habe. Ganz nach unten, ganz nach unten, ganz nach unten. Jetzt da rein. Komme ich da hin? Hyliasee. Wo ist das denn? Karte? Ja. Hier ganz unten. Das ist ja cool. Und da ist was. Da ist was. Da ist was. Ist hier was. Da unten. Navi geht da auch gerade hin. Und jetzt ein Stückchen nach rechts. Eine Flasche. Fülle etwas hinein und nutze sie mit C. Oh, da ist ja bereits etwas drin. Was ist denn da drin, ne? C und C und R, weil die Flaschen sind hier. Ich rüste sie mal eben auf die Bomben aus. Ja, ja, gesichert und. Achso, ach, kann ich so jetzt gar nicht lesen. Kann ich auch wieder zurück zum Zora-Tempel? Bringt mir das was? Oder soll ich erstmal lesen? Ah, ich lese erstmal. Ich lese erstmal. Ich stelle mich erstmal hier hin. So, hier kann ich jetzt sicher gleich lesen. So. Und ich lese erstmal, was da drin ist. Oder das ist ein Stück, wie es aussieht drin. Papierstück. Nanu? Sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Oh, es ist ein Brief. Hilf mir! Ich bin im Bauch von Lord Jabu Jabu gefangen! Bruto! Pers, verrate bitte meinem Daddy nix! Ja. Warum soll ich dem Daddy nix verraten? Jabu Jabu. Was ist das für ein Viech? Es klingt nach etwas, was mich fressen kann. Da vorne ist noch so ein Gang. Hab ich da auch rein? Ne, da unten ist ein Gitter vor. Was ist denn da auf der Insel? Navi? Was ist ein Navi von mir? Ich frage mich, ob Salia etwas über den anderen heiligen Stein weiß. Du willst mich doch jetzt nicht echt zu Salia schicken, oder? Och komm, das ist... Warte mal, da leuchtet was. Zoras Reich. Also wieder zurück zu Zoras Reich. Ey, nicht gucken. Da muss ich ja hier runtertauchen, glaube ich, um wieder zum Zoras Reich zu kommen. Und runter mit dir. 4, 3, 2, 1 und wir sind wieder da. Sehr schön. Werde ich mal probieren, mit dem Papa zu reden. Ich soll es zwar eigentlich nicht tun. Aber ich probiere es einfach mal. Vielleicht kann er mir ja doch helfen. Er wollte gerade nicht mit mir reden, weil wenn er weiß, dass seine Tochter Prinzessin, seine Prinzessin da gefressen worden ist, könnte es ja sein, dass er ja eine Ausnahme macht und mir dann vielleicht was anvertraut. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ist zumindest meine Vermutung. Okay. Da ist unser Deckertyp. Na, gleich wieder viel zu weit gelaufen. Verdammt. Und du? Reden. Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Ruto. Wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Dann zeige ich dir mal die Nachricht. Dieser Brief. Ist er von Prinzessin Ruto? Lass mich lesen. Sie ist im Bauch von Lord Jabu Jabu? Das ist doch nicht möglich.
Lord Jabu Jabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Rutu niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Ganondorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Jabu Jabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Rutu suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Ich behalte diesen Brief. Nehmt ihr die Flasche, in der sich er befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Rutu. So schnell ihr könnt. Okay. Oh, Leute. Oh, das Video ist fast vorbei. Und die Sequenz ist anscheinend zu lange. Ich mache hier einen Schnitt. Ich lasse die Sequenz ablaufen, bis er das Tor freigegeben hat. Bis gleich.